Wenn ihr wissen wollt, wie wir Zecken den Kampf ansagen, dann bleibt dabei! Taschen, Leute! Taschen! Heute wollen wir euch mal ein bisschen was über Zecken erzählen, also was man dagegen tun kann, wo die überhaupt zu finden sind und wie ihr euch... Warte mal kurz. Alter, mir ist irgendwie schwindelig, ey. Willst du dich kurz hinsetzen, oder besser was? Besser ist, ey. Ja, dann mach ich mal kurz die Kamera aus. Alter, Andi, du hast da eine Zecke! Was? Wo? Taschen, Leute! Taschen! Heute wollen wir mit euch unsere Erfahrungen mit Zecken teilen. Was funktioniert nicht gegen Zecken, das wollen wir jetzt klären. Und dafür haben wir uns einen kleinen Helfer mitgebracht, und zwar Zork die Zecke. Und die wird uns im Videobild geleiten. Fangen wir erstmal mit ein paar allgemeinen Infos an. Zecken sind vor allem in der Zeit von Frühling bis Herbst aktiv. Aber Achtung, auch im Winter krauchen sie gerne bei über 5 Grad durch die Gegend. Zecken mögen vor allem feuchte Gebiete und feuchte Regionen. Zecken warten vor allem in hohen Gräsern, niedrigen Gebüsch oder auch auf dem Waldboden auf ihre Beute. Und wer hätte es gedacht, Zecken kommen weltweit vor. Trockenheit und andauernde Kälte sind tödlich für eine Zecke. Und Zecken übertragen Krankheiten. Und genau das macht die Zecke so gefährlich für Menschen, die viel draußen sind. Ja, das Problem an den Zecken ist nämlich, dass sie sich nicht Nahrung suchen, so wie wir, sondern dass sie halt einfach Blut saugen. Und das machen sie von Tieren, aber halt eben auch von Menschen. Und dabei können Krankheiten übertragen werden. Und was für Krankheiten übertragen Zecken so? Am häufigsten verbreitet sind FSME und Borreliose. Gegen FSME könnt ihr euch aber impfen lassen. Ja, und das empfehlen wir euch auch ganz klar, vor allem wenn ihr aus den weiter südlichen Regionen kommt. Wichtig ist nämlich auch noch zu sagen, dass je weiter südlich man kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Zecken Krankheiten in sich tragen. Taschen, Leute! Habt ihr Bock auf ein paar krasse Fakten? Die kriegt ihr jetzt! Wusstet ihr, dass wir bei Waschgängen in der Waschmaschine bei 40 Grad noch überleben? Krass, ne? Und wusstet ihr, dass wir in der Regel 9 Jahre alt werden können? Die älteste Zecke war 21 Jahre! Krass! Der dritte Fakt ist, dass wir infizierte Zecken viel aktiver im Wald rumlungern, wie unsere Bros, die nicht infiziert sind. Was kann man jetzt machen, um zu verhindern, von einer Zecke gestochen zu werden? Am effektivsten ist natürlich, nicht dahin zu gehen, wo die Zecken sind. Aber wo sind die Zecken? Weißt du, wo sie nämlich nicht sind? Da oben auf dem Baum, dass sie runterfallen. Das ist Schwachsinn, ja? Das stimmt nicht. Aber die kleinen Viecher sind nämlich zum Beispiel an Büschen oder kleinen Bäumchen, die so hüfthoch sind, sag ich mal. Da krabbeln die gerne hoch, und wenn ihr dann da lang streift, dann habt ihr sie mal ganz schnell an der Hose. Denn nur darauf warten sie. Aber auch hier, im Feld oder hohem Gras zum Beispiel. Hier, wenn ihr hier einmal durchstapft und im Hochsommer seid, sag ich mal, dann habt ihr hundertprozentig, ich bin mir fast sicher, Zecken dran. Weil das lieben die halt. Da würde ich freiwillig nicht durchgehen. Und nicht zu vergessen der Waldboden. Leute, ich sag's euch, wie viel Zecken wir schon auf irgendwelche Planen hatten oder Sachen, die wir aus Versehen auf dem Boden liegen lassen haben. Schrecklich. Weil, wenn ihr eine warme Hose oder irgendwas auf den Boden legt oder eine warme Jacke, so wie Gerrit das immer macht, die Zecken merken quasi oder spüren die Wärme, und da wollen die halt hin, und dann habt ihr die ganz schnell in der Jacke. Also lieber nicht auf den Boden legen, die Ausrüstung, wenn es geht. Und welche Klamotten euch gegen Zecken schützen können, das zeigt euch jetzt Gerrit. Ja, was für Klamotten sind sinnvoll, um euch vor Zecken zu schützen? Zum einen ist natürlich eine klare Empfehlung, zieht euch helle Sachen an, wie zum Beispiel so eine khaki- oder beigefarbene Hose. Darauf könnt ihr die Zecken natürlich wesentlich leichter erkennen. Was könnt ihr noch machen? Kleine Empfehlung von uns, die Hosenbeine immer über die Stiefel machen und, nicht so wie es jetzt hier zu sehen ist, sondern ungefähr so, längere Socken tragen. Das verringert auch so ein bisschen das Risiko, beziehungsweise lässt euch mehr Zeit, die Zecken zu entdecken, und die können sich dann halt nicht so schnell festbeißen. Und falls ihr sowas zu Hause habt, Hosen mit Gummizügen oder einfach einen Hosengummi benutzen, dass ihr euer Bein einfach fest abschließen könnt. Das sind so ein paar Sachen, so könnt ihr das wenigstens so ein bisschen verhindern. Das ist euch hundertprozentig Schutz, kann man nicht sagen, aber das verhindert auf jeden Fall das Risiko, dass euch Zecken am Bein den Körper hochlaufen. Am besten ist natürlich, wenn ihr euch regelmäßig nach Zecken abguckt. Zum Beispiel auf Natur, wenn ihr Pause macht, einfach mal kurz die Hosenbeine hochkrempeln, gucken, ob irgendwo schwarze Punkte sind, also Zecken, und dann die abmachen, gegebenenfalls. Genau, so könnt ihr nämlich direkt reagieren, die Biester vom Körper schnipsen oder direkt entfernen. Erstmal einspulen, oder? Ja, genau. Sehr gut. Jungs, hört auf mit dem Scheiß, schmeiß die Scheiße weg, das bringt eh nichts, lass das, schmeiß es weg, kommt schon. Das ist Blödsinn. Zork wollte zwar nicht die Wahrheit, aber es ist so, es gibt auch Zeckenschutzmittel, die dagegen helfen. Mit welchen haben wir denn die besten Erfahrungen gemacht? Was wir am meisten benutzt haben und gute Erfahrungen gemacht haben, ist Autan. Das hat sehr gut geholfen, hat aber, glaube ich, nur so 4 Stunden Wirkzeit, ne? Steht drauf, ja. 4 Stunden. Also ihr müsst euch relativ oft nachsprayen, sonst bringt es halt nichts. Genau, wir machen das mit Autan alle 2 Stunden.
Das andere, was auch gut funktioniert hat, ist das von NoBite. Da steht sogar drauf, bis zu 7 Stunden. Stinkt aber wie Hulle. Und also richtig widerlich. Und es klebt tatsächlich sogar auf der Haut. Ja, also es ist ein ganz komisches Gefühl. Aber okay, wenn es hilft, dann ist eigentlich scheißegal, aber es ist ein bisschen unangenehm, aber es hilft halt. Vor allem dürft ihr dann halt nichts essen. Also wenn ihr euch die Hände einsprüht, ja, und dann irgendwie eine Banane oder sowas esst, ja. Richtig widerlich. Ja, und dann haben wir noch Antibrum getestet. Das hat jetzt bei uns nicht geholfen. Also jedenfalls nicht so gut wie die anderen beiden. Aber das hat er auch gesagt. Also das sind jetzt die bekanntesten Firmen, die haben wir jetzt einfach genommen zum Zeigen. Wenn irgendwas nicht wirkt bei euch, heißt es nicht, dass das Produkt an sich nicht wirkt. Genau. Denn? Naja, man muss ja immer noch sehen, dass die Wirkstoffe, die da drin sind, ja auch noch so ein bisschen mit eurer Körperchemie arbeiten. Mit den Stoffen, die eure Haut produziert, sage ich jetzt einfach mal. Und da gibt es dann halt Zusammensetzungen, die funktionieren und halt Zusammensetzungen, die funktionieren nicht. Gutes Beispiel ist auch die Kokosöl. Da schwören ja auch viele drauf. Hat bei uns gar nicht. Gar nicht. Teebaumöl soll auch helfen. Habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert auch nicht. Bei uns. Genau, aber das kommt dann wieder ganz auf euch an. Da müsst ihr halt mal testen und in den sauren Apfel beißen und herausfinden, was bei euch am besten wirkt. Bei uns ist es, wie gesagt, Autan und NoBite. Ach übrigens. Wir haben euch natürlich diese ganzen Anti-Zeckenmittel unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja Leute, ich bin's nochmal. Noch ein paar Fakten für euch. Wusstet ihr eigentlich, dass 40% aller Zeckenstiche im Garten passieren? Krass, wa? Und ich muss zugeben, dass meine Gattung Zecken weltweit der zweitgrößte Verbreiter von Krankheiten sind. Die Nummer 1 sind halt Mücken, ne? Ja, und wenn ihr denkt, ihr könnt mich mit Kälte töten, falsch gedacht. Denn ich überlebe 24 Stunden im Gefrierfach bei minus 12 Grad. Und der letzte Fakt, den ich für euch habe, ich kann bis zu 3 Wochen unter Wasser überleben. Ha! Aber was könnt ihr machen, wenn es schon zu spät ist, wenn euch eine Zecke schon gestochen hat? Das Kind ist im Brunnen gefallen, euch hat eine Zecke gestochen. Was können die Leute tun, Andi? Ganz klare Sache, so schnell wie möglich entfernen das Ding. Und zwar mit folgenden Sachen. Ja, wir haben einmal ganz klassisch die Zeckenkarte. Die hat hier zum einen eine Lupe, da könnt ihr schön gucken, und was das für eine Zecke ist. Einen großen Schlitz, einen kleinen Schlitz für verschiedene Größen und damit könnt ihr die Zecke dann quasi raushebeln. Sollte in jedem Portemonnaie dabei sein. Erfahrung damit ziemlich gut, weil die passt einfach in eine Geldbörse rein und ist sehr leicht. Wenn die Zecken vollgesogen sind, geht es leicht. Wenn die ganz klein noch sind, geht es nicht so gut damit. Ist schwierig, ja. Ja. Das war ja, dann hat man eine Zeckenschlinge. Drückt ihr da oben rauf, die Schlinge kommt raus, ihr legt die um die Zecke rum, nicht zerquetschen, das ist wichtig, und dann zieht ihr sie vorsichtig nach oben. Geht ziemlich gut, ist aber allgemein ein bisschen groß, finde ich, das Ding mitzuschleppen. Ja, dann haben wir hier noch von einem französischen Hersteller den Tick Twister. Klingt auf jeden Fall schon mal geil. Eigentlich selbes Prinzip wie bei der Zeckenkarte, man setzt das Ding an und dann dreht man die quasi raus. Aber hier hat man ein bisschen bessere Hebelwirkung genau. Durch diesen Haken, das ist ganz cool. Ja, und zu guter Letzt, wenn alles nicht hilft... Genau, meistens geht das 3 nämlich nicht, wenn die Zecke noch ganz klein ist. Und dann könnt ihr die trotzdem wegmachen mit einer einfachen Pinzette. Das ist jetzt eine Zeckenpinzette, die ist besonders spitz hier vorne, damit ihr noch besser greifen könnt. Es geht aber auch mit der normalen. Ja, warum ist es denn wichtig, dass die vorne so spitz ist? Ihr dürft die Zecke nicht zerquetschen, weil sonst... Ja, da übergibt die sich nämlich einfach in die Wunde und das erhöht das Infektionsrisiko immens. Also wirklich gucken, dass ihr so weit wie möglich unten am Beißapparat ansetzt und da auch alles rausholt. Also auch nochmal nachgucken, dass auch wirklich die Beißzangen da mit draußen sind. Leute, wir haben noch versucht nachzulesen, nachzuforschen, wie wir es selbst gemacht haben, in welche Richtung. Es sagt jeder was anderes. Was ganz cool ist, auf dieser Zeckenschlinge haben die ein Mikroskopfoto mit draufgeklatscht und man sieht, dass die Stacheln nach oben gerichtet sind. Und die schreiben, dass die Tests gemacht haben und dass es scheißegal ist, ob im Uhrzeigersinn oder nicht. Andere sagen, man muss es gerade rausziehen. Also ich behaupte auf jeden Fall, entweder gerade rausziehen oder einfach drauf scheißen, in welche Richtung man dreht. Aber nicht jetzt sagen, es muss unbedingt in der Uhrzeigersinn sein, weil die Haken, da ist nichts mit Uhrzeigersinn, das ist Quatsch. Ja, wichtig ist halt wirklich, Hauptsache raus, nicht zerdrücken und möglichst alles rausholen und das so früh wie möglich, weil je schneller ihr die Zecke mitkriegt, je schneller die rauskommt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Krankheiten übertragen kann. Das kriegt ihr auch wirklich alleine hin oder fragt euren Partner, eure Eltern oder sonst wen. Im äußersten Notfall geht er halt zum Arzt, der macht euch die Zecke auch weg und macht danach noch ein bisschen Desinfektionsmittel drauf und dann ist schick. Ja, Zock hat jetzt noch eine Frage an euch. Er will nämlich wissen, wie schützt ihr euch vor Zecken? Schreibt's in die Kommentare. Leute, Fakten hin oder her ist natürlich alles ein bisschen negativ, dass Zecken böse sind und draußen ist es gefährlich und so, aber geht trotzdem raus, schützt euch ein bisschen, guckt ein bisschen auf euch selber und dann passt das schon. Wir hoffen, dass ihr eine Menge aus dem Video mitnehmen konntet, vielleicht ein paar Fakten gewonnen habt, die ihr vorher noch nicht kanntet und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, ne? Bis dahin! Ciao! Hallo, ich bin Zordan, Zorgs Bruder. Vergesst alles, was in dem Video gesagt wurde. Fake News! Und bitte!
Lachen. Entschuldigung. Leute, ich kann fliegen! Krasse Special Effects bei den Naturinseln! Vielleicht irritieren sie den Stock raus, aber vielleicht auch nicht. Und Wetz? Nicht getroffen. Und Wetz? Wieder nicht getroffen. Ja, Leute, ich bin's doch mal! Was jetzt? 40% der Stiche, die ich verteile. Ja, genau!